Hallo ihr Lieben, so, ich habe heute vor, den dritten Teil zu drehen, von was ich an Bastelmaterialien so habe. Ich habe mir, war gerade in der Wanne, also nicht stören, aber das meiste Zeit werde ich wahrscheinlich eh nicht in der Kamera sein, also dementsprechend. Ich habe hier im Wohnzimmer bei mir einen Schrank, wo einiges drin steht und der wäre dann heute und dann habe ich noch im Kleinzimmer, also ich habe drei Zimmer, also im Kleinzimmer, wo auch der PC und so steht, habe ich auch noch mal was stehen und das würde ich dann in einem vierten Teil machen. Genau, ich werde versuchen ein bisschen was zu erzählen. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwo Ergebnisse zu den einzelnen Bastelmaterialien dann auch habe. Ich muss mal gucken, wie ich das eingeblendet bekomme. Ich habe das noch nicht gemacht bisher und dementsprechend gucken wir jetzt einfach mal. Und genau, aber ansonsten, ich erzähle euch ein bisschen was zu den Sachen, die ich jetzt habe und wie ich sie am besten aktuell eingesetzt habe, beziehungsweise ob ich vielleicht davon noch was plane, was zu machen, weil ich habe ja ein paar Sachen, die habe ich einfach da und will die ganze Zeit immer etwas machen und schaffe es irgendwie teilweise nicht. Ich habe ja, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, ich habe ja einen Hauptjob. Ich habe also meistens nur die Wochenenden, um da jetzt irgendwie so ein bisschen was zu machen. Und dadurch tut es mir immer total leid. Ich würde auch gerne mal mehr Videos machen, aber ich schaffe es einfach nicht. Und dementsprechend wird es auch, so wie es aussieht, erstmal bei dem einen Video in der Woche bleiben. Und aber ich glaube, da habt ihr, glaube ich, Verständnis. Und dementsprechend lasst uns loslegen. Genug Vorgeplänkel. Und ich zeige euch einfach mal, was in meinem tollen Schrank sich bisher immer versteckt hat. So, dann fangen wir einfach mal mit den Kartons nämlich hier an, die ich hier habe. Hier habe ich die Seifensachen drin, womit ich aktuell viel gemacht habe. Das sind halt so Silikonformen, die ich halt ganz gerne nutze, gerade für die Seifen, weil ich die hier zum Beispiel die mit den Elefanten ganz gerne nutze. Und eben so ein Kleeblatt und hier steht Handmade drauf und das ist zum Beispiel eins aus meinen ersten Videos, wo ich angefangen habe mit Seife gießen. Hier habe ich noch meine Lieblinge meiner Hansa-Hand. Dann gibt es Farben, die ich schon eine Weile habe, also die halten relativ lange. Dann habe ich einiges an Düften. Hier habe ich zum Beispiel ein paar Düfte, Tee zum Beispiel, also irgendwie, ich glaube, grüner Tee, das habe ich noch gar nicht genutzt, muss ich mal sagen. Eukalyptus haben wir hier, dann haben wir Zitrone, Pfefferminze, Lavendel und Orange. Das sind für mich, glaube ich, so die typischen, die man, glaube ich, auch ganz gerne nutzt. Ich habe vereinzelt auch nochmal Orange und Melisse. Ich habe auch solche, hier habe ich noch eine Farbe. Die habe ich aber aus dem ersten Set, was ich irgendwo hatte. Ähnlich wie mit dem hier. Dann gab es damals, hatte ich mir mal so einen Silikonbecher. Der ist nicht mehr schön, den werde ich auch aussortieren. Der ist für mich jetzt einfach nicht mehr so schön dazu zu nutzen. Dann habe ich diese Becher, hier habe ich noch einen Silikon, der ist aber besser. Und die Becher, die nutze ich tatsächlich sehr gerne, die hatte ich damals im Set mit. Das Ganze dann eben in der Mikrowelle, weil mit denen hier, mit den Pappbechern, ist das nicht ganz so schön, muss ich sagen. Dann habe ich immer so ein typisches Bastelmesser. Und hier habe ich nochmal Lavendel. Das ist immer aus so einem DIY-Set. Hier habe ich, ach, da ist gar nichts mehr drin. Hier war mal Orange drin. Das ist das Gute, wenn ich es jetzt einfach mal raushole, dass ich es dann einfach mal auch aussortiere. So, dann haben wir hier nochmal Düfte, Seifendüfte mit ganz unterschiedlichen Duftsorten. Natürlich auch die Seife selber.
Die ist einmal die hier. Das ist mit Aloe Vera. Und das ist die Shea Butter. Die ist so ein bisschen weißlich. Und die mit der Shea Butter ist so leicht transparent. Hier habe ich noch solche kleinen. Die waren, wie gesagt, damals in dem Set drin, in meinem ersten, womit alles losging. Dann habe ich solche hier noch. Wobei ich die mittlerweile gar nicht so gerne mehr nutze. Ich weiß gerade noch nicht so richtig, ob ich sie behalte oder nicht. Hier habe ich noch Anleitungen für Seife gießen und für die Duftmelds. Dazu gibt es immer jeweils auch Videos. Duftmelds habe ich, glaube ich, nur einmal gemacht und Seife habe ich mehrmals gemacht. Dann habe ich noch eine Silikonform mit ganz vielen Elefanten. Die habe ich mal bei einem Set mit bei gehabt, wo ich Schokolade hätte mitmachen können. Jetzt fällt es mir ein. Hier haben wir noch Herzen. Das sind die für die Duftmelds. Welche ich jetzt hier zum Beispiel ganz spannend finde, sind diese Stäbchen zum Umrühren. Die machen sich wirklich gut. Ich habe dafür aber eben auch nochmal so eine Holzstäbchen. Und ja, das ist also das, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne nutze, wenn ich meine Seife gieße, weil ich sie ganz gerne mag. Das ist Kasten Nummer 1. Dann haben wir einen Kasten hier, wo ganz viele Stifte drin sind. Das sind Textilfarbstifte. Da habe ich letztens auch ein Tutorial zu gemacht. Dann habe ich so eine Acrylstifte. Die sind unterschiedlich gut, mal mehr, mal weniger. Ist halt unterschiedlich, sind auch unterschiedliche Farben. Und ja. Dann habe ich Metallic Marker. Damit habe ich noch nicht ganz so viel gemacht. Hier habe ich noch welche aus ganz alten Zeiten, wo man eben so Motive rollt. Habe ich auch noch nicht viel genutzt, muss ich mal fairerweise dazu sagen. Hier sind noch ein paar Acrylmarker, wenn mir so einzelne gefehlt haben. Dann haben wir so einen Gelschreiber. Damit habe ich früher immer Karten geschrieben. Jetzt mache ich gar nicht mehr so viele Karten, also dementsprechend hier habe ich noch solche Acrylmarker in Weiß. In Weiß brauche ich sie irgendwie öfter. Dann habe ich Porzellanstifte. Die möchte ich noch nutzen. Ich suche noch eine optimale Tasse dafür, damit ich diese dann wirklich nutzen kann. Aber das ist in Arbeit. Ich werde schon noch eine finden. Hier habe ich so so Stempelfarben, die aber nicht mehr gut sind, also werde ich sie wegschmeißen. Hier habe ich jetzt noch Textilfarben, womit man mit Pinsel arbeitet. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Ich finde die mega gut. Ich nutze sie halt nur zu wenig leider. Wenn man so viel hat, das ist leider der Nachteil, dass man dann einfach nicht alles so nutzen kann, wie man es gerne möchte. Hier habe ich auch noch ein Textilmarker, noch ein paar Gelstifte, also ist alles komplett unsortiert, ne? Also ich hole es hier einfach nur raus. Dann haben wir noch mal ein paar Acrylmarker, die habe ich hauptsächlich für die Steine zum Bemalen genommen. Ich finde die auch sehr schön, ich mag die, mir hatte jemand unter einem Video eine sehr schöne lange Anleitung gemacht. Das muss ich mir noch anschauen, weil da wurde was von einem Untergrund genannt und das will ich mir noch mal anschauen. Hier ist nochmal Farbe, die ich wegschmeiße. Leider. Dann habe ich solche Aquarellstifte. Davon habe ich auch noch, das war jetzt nicht in der Kiste mit drin,
dieses Set. Da bin ich noch dran. Ich muss sagen, ich tue mich sehr schwer, weil es, glaube ich, nicht ganz meins ist. Aber gut, ich werde es ausprobieren und werde euch dann das Ergebnis mitteilen. So, dann haben wir noch Wachsmalstifte. Damit habe ich früher auch sehr, sehr gerne gemalt, vor vielen Jahren. Dann habe ich normale Buntstifte. Und hier nochmal Buntstifte. Das sind so meine hauptsächlichen Stifte, sage ich jetzt mal. Ich nutze sie nicht ganz so viel, wie es vielleicht sein sollte. Was aber auch okay ist, finde ich. Ich nutze sie halt viel, wenn ich wirklich irgendwo jemandem was schreibe, auf eine Karte, auf einen Geburtstagsgruß oder ähnlichen. Dann nutze ich es halt doch ganz gerne mal, aber eben auch ganz selten. Es ist nicht mehr so vermehrt, wie ich es halt zu Anfang mal gemacht habe, aber jetzt mittlerweile nutze ich dann meistens andere Sachen. Ich nutze oft den PC dann dafür. Das einfach, weil ich es für mich leichter finde. So, da kommt die noch rein. Hier habe ich noch so ein altes Federmäppchen aus meiner Schulzeit. Da ist es aber nicht weiter viel drin. Da sind nur Kugelschreiber und ähnliches, was ich so sonst nicht mehr brauche. Aber zum Wegschmeißen noch zu schade ist. So, dann kommt meine nächste Box. Die nächste Box besteht aus ganz vielen klebenden Sachen. Da habe ich zum Beispiel ganz große so eine Fotoecken, falls jemand die kennt. Damit mache ich zum Beispiel ganz gerne die Postkarten. Und hier habe ich sogar noch so eine Lochverstärker. Ich glaube, die brauche ich nicht wirklich, aber ich weiß es noch nicht. Ich habe sie behalten. Dann habe ich noch so eine Fotokleber. Damit habe ich früher immer die Kalender gemacht. Und für mich ein wichtiges Werkzeug eigentlich. Also die nutze ich auch heute noch ganz gerne. Dann habe ich so ein doppelseitiges Klebeband. Davon habe ich ganz viele. Ähnlich habe ich ganz viele von solchen, ja, wie nennt sich das? Von so einem Foam Tape, also so ein 3D-Kleber. Da gibt es zum Beispiel auch solche kleinen Ecken, wo man zum Beispiel so 3D-mäßig das Ganze alles ein bisschen höher machen kann. Hier zum Beispiel auch. Ich hoffe, das erkennt man. Habe ich früher auch viel, viel mehr gemacht, aber ist jetzt für mich auch eher seltener geworden. Dann habe ich unterschiedliche Kleber. Ich habe zum Beispiel auch noch, der ist aber nicht in der Box, weil er da nicht reingepasst hat, so einen ganz normalen Kleber. Damit habe ich zum Beispiel das mit den T-Shirts gemacht, wo ich die auf die Leinwand gebracht habe. Hier ist auch noch ein Kleber, den habe ich damals bei den Weihnachtssets gehabt. Also ganz viele unterschiedliche. Hier habe ich noch fürs Diamond Painting Kleber. Da bin ich aber noch nicht weit genug. Ich glaube, ich bin dafür zu ungeduldig. Also hier ist ganz viel Klebstoff immer mit drin und da gehe ich ran, wenn ich irgendwas festmachen möchte. So, hier haben wir jetzt die Box, wo es um Serviettentechnik geht. Ich mache es ganz gerne, wenn ich ehrlich bin, aber eben auch viel zu wenig. Ich mag es sehr, dafür gibt es eben so einen Potsch. Von den Servietten nimmt man ja immer oben nur die erste Schicht. Dann haben wir hier auch nochmal so ein Potsch, also davon habe ich auch ein paar mehr. Hier gibt es so ein Textilpotsch, da weiß ich noch nicht genau, wann ich es ausprobiere. Hier gibt es einen Fototransfer, davor habe ich schon mal ein Video gemacht. Und hier ist Decoupage Hochglanzlack. Habe ich auch noch nicht so ausprobiert jetzt. Hier habe ich so Klarlacks, die sind für mich auch eine wichtige Grundlage. Die habe ich in matt und in glänzend und wie gesagt ganz viele Servietten und davon genug.
Und auch zu unterschiedlichen Themen. Ne? Also wie gesagt, ich habe es auf Leinwand schon gemacht, ich habe es auf Glas gemacht und ist eine wunderschöne Technik, mit der man sich ganz viel austoben kann. Ich habe übrigens im Hintergrund ist Fenster offen, also nicht wundern. So, ich räume erstmal die Kartons wieder ein. So, dann haben wir die nächste Box hier. Hier, das seht ihr schon, sind ganz viele Farben in unterschiedlichen Varianten. Zum Teil geschenkte Sachen, Acrylfarbe, dann habe ich hier noch ein bisschen das Spray zum Beispiel auch. Dann habe ich hier noch Art Spray. Ist das in Gold. Ich muss aber sagen, dass ich mit den Sprays immer sehr schwer zurechtkomme, wenn ich ehrlich bin. Hier habe ich noch ein unangefangenes. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich kann nicht mal sagen, auf was ich schieben kann, ob es an dem Drücker hier oben immer liegt. Aber das weiß ich leider nicht. Hier habe ich noch ein Set drin und ich habe es eigentlich hier mit drin, weil mir die Farben ganz gut gefallen haben. Hier war nämlich einmal das Gold. Hier ist eigentlich schon fast nichts mehr drin, aber ich finde das Gold so heilig irgendwie, dass ich irgendwie das so ein bisschen schade finden würde, wenn ich den Rest wegschmeißen würde. Hier habe ich noch ein Weiß. Und das war in dem Töpfer-Set drin. Und hier sind auch die ganzen Werkzeuge noch mit dazu. Und hier habe ich noch sowas. Also dadurch hier ist so eine, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber deswegen, wie gesagt, weil hier die Farben drin sind aus diesem Set, habe ich es jetzt einfach hier mit reingemacht. Genau, hier sind so viele Farben drin, ich kann sie euch nicht einzeln zeigen, aber ich habe, glaube ich, gefühlt jede Farbe 20 Mal. Und das hier sind übrigens nicht alle, sondern ich habe ganz viele noch in dem Kleinzimmer. Und wo wir schon beim Malen sind, haben wir hier nämlich die Utensilienboxen. Was zum Beispiel hier, sowas nutze ich ganz gerne für die Strukturpaste. Davon habe ich auch einige. Dann habe ich solche Schwämmchenpinsel, die ich auch sehr gerne nutze, wenn ich so ein bisschen Struktur reinhaben möchte. Dann habe ich ganz viele Farbpaletten, auch in unterschiedlichen Größen. Zum Teil ging die Farbe nicht mehr ab, also dementsprechend ganz viele Pinsel und davon auch gefüllt in jeder Art und Weise eben ein. Hier habe ich sogar noch die Ecken drin. Ich habe mir die mal extra. Dann habe ich zum Beispiel noch eine Farbrolle. Also hier ist eigentlich alles drin, was man irgendwie für Leinwand oder ähnliches gebrauchen kann. So, und dann haben wir noch die Kiste. Hier sind ganz viele Scheren drin, zum Beispiel solche, wo dann so eine Muster gemacht werden. Dann habe ich solche Stanzer noch. Die sind noch nicht wirklich ausgepackt, aufgrund dessen, weil ich die neu gekauft habe. Und hier sind so viele Sachen. Ich guck mal, was wichtig ist. Und ich habe zum Beispiel
diesen hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den nennt. Von Fiskars, diesen Shape Cutter. Damit kann man aus Folien das ganz gut ausschneiden. Was ich persönlich für mich ein ganz wichtiges Utensil finde, gerade wenn man sowas gerne macht. Hier habe ich noch ein Skalpell, womit man auch feine Ausschneiden, Arbeiten mitmachen kann. Ich habe einen Untersetzer. Wie gesagt, Scheren habe ich auch gefühlt in allen Varianten. Hier habe ich noch einen Papiercutter. Was für mich nie fehlen darf, ist eine wunderschöne Schere, die sehr zart ist, womit man eben auch ganz vorsichtige Sachen ausschneiden kann. Davon habe ich übrigens auch mehrere. Und wie gesagt, Scheren sind so vielfältig bei mir, dass ich da ganz viele nutzen kann. Wie gesagt, hier habe ich auch noch welche. Also viele habe ich auch gleich mehrmals gekauft, weil man irgendwie gehen die auch manchmal verloren. Ich weiß gar nicht warum. Hier habe ich noch so eine, damit habe ich mal so Löcher reingepikst, womit man dann zum Beispiel auch das Ganze aussticken kann. Habe ich aber nicht so gut hinbekommen, habe ich also erstmal zur Seite gelegt und dementsprechend dann erstmal entschieden, sie gehen wieder in den Schrank. So, das sind die Boxen. Die Boxen stehen bei mir immer hier unten drin. Und die packe ich dann auch schon mal ein. So, dann habe ich hier, das war ein ganz liebes Geschenk, damit kann man häkeln lernen oder stricken, ich glaube stricken, ich habe es bisher nicht hinbekommen, ich glaube ich bin dafür nicht geeignet, was aber auch in Ordnung. Aber ich könnte sofort loslegen. Ich habe hier auch Häkelnadeln. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin einfach für sowas nicht geeignet. Ich habe auch, ich glaube, das Video kennt ihr, glaube ich, noch gar nicht, weil es auch nicht so schön geworden ist. Das hier ist Makramee. Damit wollte ich Makramee-Armband machen. Aber ich habe es nicht so schön gefilmt bekommen und ich habe es eigentlich auch nicht so schön hinbekommen. Das Video, wonach ich es gemacht habe, ist mega. Es liegt an mir. Ich werde es aber nochmal probieren, weil ich finde die Idee sehr schön. Ich bin ja in diesem Armband-Machen-Fieber auch drin und dementsprechend werde ich es auch nochmal probieren und versuche euch da einfach ein bisschen besser mitzunehmen und euch dann auch besser zu zeigen. Das sind also meine Handwerkssachen, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier so ein Filz. Oder ich weiß gar nicht, wie nennt man das sonst noch. Kartoffelsack. Damit habe ich auch schon Bilderrahmen gemacht. Da gibt es auch ein Video zu. Also ist eine unglaublich schöne Idee gewesen. Und würde ich auch jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. So, dann habe ich hier unten liegen ganz viele Schablonen. Zum Beispiel meinen typischen Elefanten. In jeglicher Variante, in weicher Variante, in sehr filigraner Variante. Ja, zum Beispiel, was wirklich zu mir passt, ist eben auch Kaffee. Dann haben wir auch nochmal ganz filigrane Schablonen. Hier habe ich auch Feste, die habe ich früher sehr gerne genutzt. Damit habe ich zum Beispiel auch das Ganze von Fiskars. Hier steht es auch nochmal genommen. Davon habe ich einige, die ich wirklich sehr, sehr schön finde. Hier auch Buchstaben davon. Und eben halt auch Zahlen.
haben wir hier noch? Ich glaube, das sind Schleifen, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder Schmetterlinge. Wie gesagt, damit habe ich früher sehr, sehr viel gemacht. Aktuell weniger, weil ich dafür gar nicht so richtig die Projekte weiß, wie ich sie am besten nutzen soll. Hier habe ich noch so andere, die irgendwo immer mal bei waren. Hier wollte ich immer mal ausprobieren, wie man die Weihnachtsdeko damit machen kann. Ich muss dazu sagen, Weihnachten und ich, wir sind nicht ganz so gut miteinander, Freund. Dementsprechend werde ich es, glaube ich, nicht ausprobieren. Aber ich behalte sie aktuell noch. Vielleicht ändert sich ja meine Einstellung dazu noch. Und weil es zusammengehört, einfach weil die zusammenliegen, ich habe ganz viel Papier. Ich habe auch früher hier zum Beispiel auch so Glitzerpapier. Ganz viel. Wie gesagt, ich habe früher gerne die Kalender gemacht und habe davon dann eben gerne Papier drunter getan. Hier auch ganz viel davon. Für mich, ich glaube, die... Ach doch, hier habe ich noch... Einen Block habe ich, glaube ich, noch. Oder zwei. Nee, einen Block bloß noch. Wo ich ganz viele Blöcke dazu habe. Ganz viel... Möglichkeiten, um da sich so ein bisschen aus... Das ist die kleine Variante und ich habe gleich noch einen Stapel mit Papier, wo größeres Papier ist. Jetzt hier auch nicht jedes einzelne Papier zeigen können, aber es ist ein Sammelsurium vom allem Möglichen. Hier haben wir so eine Art goldenes Papier. Das habe ich zum Beispiel auch unglaublich gerne genommen. Das hatte so einen leichten Schimmer. Ich glaube, das sieht man auf der Kamera gar nicht, doch so ein bisschen. Habe ich unglaublich gerne genutzt, ist für mich immer noch ein sehr schönes Papier, womit ich auch gerne noch mal weiter was machen möchte. Hier ist so ein leichtes Transparentpapier, was ich auch sehr angenehm finde, was aber zum Basteln gar nicht so leicht ist, finde ich. Dann gibt es so eine selbstklebende Bastelfolie, die finde ich auch mega schön. Hier haben wir den Block einmal in groß. Und noch einen in groß. Wie gesagt, ich nutze sie unglaublich gerne, gerade wenn die Kalenderzeit ist. Ich werde so schnell wahrscheinlich keine Kalender mehr machen, aufgrund dessen, da ich die hauptsächlich für meine Oma gemacht habe und meine Oma leider nicht mehr lebt. Und dementsprechend habe ich jetzt aktuell die Kalender erstmal pausiert und werde da jetzt, glaube ich, erstmal keinen mitmachen. Außer mich erwischt das jetzt irgendwann im Oktober oder so, weil im Moment Zeit braucht man dafür ja immer und dementsprechend. Hier habe ich noch Bastelpapier in Kartonform. Die sind so ein bisschen stabiler. Ich glaube, selbst wenn ich die Muster vielleicht nicht mehr nutzen kann, hinten sind sie weiß und man kann auch die weißen damit sehr gut nutzen. Dann habe ich solche 3D-Motive, die für mich... eigentlich nur, weil ich sie nicht wegschmeißen will, sie noch behalte. Vielleicht werde ich es irgendwann entscheiden, dass ich sie doch weggebe, aber erstmal behalte ich sie noch, einfach weil es eben schade drin wäre. Hier ist eine leere Mappe, da ist nichts weiter drin. Hier ist so ein transparentes Papier, sehr angenehm auch zum Basteln. Das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man sieht, aber doch, ich glaube schon. Das ist so ein bisschen, wo, also wirklich so ein transparentes, darauf kann man eben auch durchpausen und ja. Hier haben wir so ein Glanzpapier, ich glaube, das kennt jeder auch so ein bisschen von früher, wenn man so ein bisschen was damit machen wollte. Hier habe ich Tonpapier, also alles ein bisschen stabiler, damit habe ich eben auch ganz gerne was gemacht. Dann habe ich
auch so eine Art Transparentpapier hier wieder. Ähnlich mit dem hier. Also immer alles sehr Besondere. Ich habe immer darauf geachtet, dass das irgendwie was Besonderes hatte. Hier habe ich Weihnachtshintergründe, die ich schön finde. Aber wie gesagt, Weihnachten, wir sind gerade nicht so gut miteinander. Schon seit ein paar Jahren. Dann habe ich hier wieder die 3D, die selbstklebende Bastelfolie. Karton. Auch nochmal in unterschiedlichen Varianten. Hier habe ich zum Beispiel, was natürlich für mich jetzt mega immer passt, ist Musik. Also da kann man sich halt bestimmte Sachen auch ausschneiden und damit dann weiter nutzen oder so eine Bordüren dann nutzen kann. Also damit kann man wirklich ganz, ganz viel mitmachen. Dann habe ich selbstverständlich, damit mache ich zum Beispiel auch die, ich hebe ja die Postkarten auf, die ich zum Beispiel bekomme und die packe ich auf Kraftpapier. Ich finde es schön, ich mag es, wenn es so ein bisschen natürlicher ist. Und dazu habe ich, glaube ich, auch schon ein Video gemacht. Dann habe ich ein Projekt noch vor mit Backpapier. Backpapier. Also das ist so ein, wie von den Frühstückstüten. Ich habe nämlich irgendwo mal Tatsache auch was für Weihnachten gesehen. Da macht man so ein rundes Sterngebilde irgendwie und das wollte ich schon seit 2 Jahren ausprobieren. Ich hoffe, ich finde das Video dazu nochmal wieder, aber da ich weiß, wer es gedreht hat, werde ich es wieder finden, denke ich mal. Und hier habe ich noch Reste. Auch immer noch so einzelne Kartons. Ich glaube, jeder kennt es, wer Papier hat. Gefühlt bleibt immer was übrig und man will es nicht wegschmeißen. Hier habe ich Geschenkpapier-Set, wobei ich es weniger als Geschenkpapier nutze. Ich nutze wirklich das dann zum Basteln. Hier ist so ein Motivkarton, wo eben auch ganz unterschiedliche Varianten dabei sind, die man wirklich dafür nutzen kann. Und davon habe ich natürlich mehr. Wer mich kennt, ich mache keine halben Sachen. Also dementsprechend ganz viele unterschiedliche Sachen. Hier sind noch etliche Reste drin von vielen. Ich habe auch mal angefangen gehabt mit Scrapbooking. Das heißt, hier sind dann zum Beispiel die Reste vom Scrapbooking mit bei. Sind schöne Elemente auch mit bei. Ich hoffe, man kann es sehen. Und dadurch. Dann habe ich sogar noch Blaupapier. Wer es noch kennt, der alt genug ist. Hier habe ich mal Sachen aufgehoben, weil ich es ganz angenehm finde. Hier ist auch nochmal so eine Art Scrapbook-Papier, was übrig bleibt. Normaler Zeichenblock, ein bisschen Pappe, ein Aquarellpapier. Den habe ich schon gefühlt über 20 Jahre. Er ist bisher nicht alle geworden, aber es ist ein unglaublich schöner Zeichenblock. Das Papier ist sehr angenehm. Ein großer Zeichenblock in DIN A3 ist also auch da und... Dann habe ich noch eine Schneidmappe. Hier. Und hier werde ich euch aber nicht reinschauen lassen. Hier sind Werke von mir drin. Die Werke sind sehr persönlich. Und vielleicht mache ich es irgendwann mal. Aber aktuell noch nicht. Werde ich euch also noch nicht reinschauen lassen. So, ich packe auch das erstmal wieder rein. So, dann nehmen wir mal das nächste, was eben auch ein bisschen größer ist, ist mein
Nagelgerät. Ein auch sehr wichtiges Gerät, was ich nicht mehr missen möchte. Und aber ja. So, dann haben wir, dafür ist ein bisschen was geplant. Das sind so kleine Spiegelelemente, die man aufkleben kann. Da habe ich, glaube ich, schon was gemacht, habe ich aber bisher nicht veröffentlicht, weil ich es nicht schön finde. Also dementsprechend, aber hierfür ist noch mal was geplant und ich freue mich schon drauf. So, dann habe ich hier noch einen normalen Leinenbeutel zum Bemalen für die ganzen Textilstifte. Ähnlich habe ich es mit denen hier. Wobei ich den hier gar nicht mehr so schön finde. Ich mag wieder dann doch lieber die Art aktuell. Ist aber Geschmackssache. So, dann haben wir drei von solchen Flaschen. Ich glaube, die, wer so ein bisschen die Videos verfolgt, der weiß. Hiermit habe ich immer die Batik-Sachen jetzt immer zum Schluss gemacht. Ich glaube, da wäre ich bestimmt auch nochmal Batik. Ich habe noch ein paar Sachen, die weiß sind. Und werde da noch mal ein paar Techniken ausprobieren. Dann habe ich die Strukturpaste. Ich liebe sie, ich mag sie und ich würde sie immer wieder kaufen. Also ich habe sie jetzt aktuell lieben gelernt und ist eigentlich einer meiner Lieblingstechniken, die ich jetzt eigentlich so unglaublich gerne mache. Also probiert euch da gerne mal aus. Ich glaube fast irgendeine Marke, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich Unterschiede gibt. Für mich ist die hier wirklich schön. Und ich halte sie nochmal rein. Dann habe ich mir gestern gerade erst bei Teddy so eine Maske geholt. Ich werde damit als Sache was machen, wobei ich noch gucken will, ob ich nicht irgendwie einen Abdruck davon hinbekomme, damit ich die behalten kann, also dass ich immer nachproduzieren kann. Weil ich glaube, mit Masken kann man öfter mal was machen. Dann habe ich so ein Gläschen. Und ein Herz. Und für Weihnachten habe ich mir das hier schon gekauft. Hier habe ich mir solche Stäbchen geholt. Ich glaube, wer die Stäbchen ungefähr, der weiß ungefähr, was ich damit noch machen möchte. Aber ich suche noch einzelne Sachen, die ich da ein bisschen anders machen will, als zu dem, was ich schon mal gemacht habe. Ich hoffe, es war verständlich. Dann habe ich hier noch einen Elefanten. Den möchte ich gerne für was Besonderes auch nutzen. Ich mag Elefanten ja sehr. Dann habe ich noch solche Holzteile. Sind mal so Kleinteile, die man irgendwie immer mal gebrauchen kann. Hier habe ich noch eine Schachtel. Und hier habe ich ganz viele Schachteln. Die Schachtel in der Schachtel der Schachtel. Also davon habe ich ganz viele. Und ich liebe es. Hier habe ich noch eine kleine davon. Also kann man sich gut austoben, ne? Ich habe mir auch aktuell noch die hier aufgehoben. Die sind immer bei den Leinwänden mit dabei. Ich habe sie bisher nicht genutzt, aber vielleicht kriege ich damit mal irgendwie, keine Ahnung, ein kreatives Bild hin oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich habe sie jetzt letztens nur mal genutzt, als ich dieses mit dem T-Shirt gemacht habe, dass ich damit das T-Shirt fixiert habe. So, dann, ich glaube, das Video habe ich auch bisher nicht veröffentlicht. Ich hatte mir von Marabu dieses Set geholt und ich muss sagen, kauft es euch nicht. Es macht keinen Sinn. Dieses Set schmeiße ich jetzt auch weg. Ich habe es jetzt für mich jetzt nicht mehr, ich wüsste jetzt nicht, also es hat einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert. Ich finde es sehr schade, weil ich glaube, die Idee an sich ist wirklich ganz schön, aber es macht einfach keinen Sinn. Also das macht überhaupt null Sinn. Und das Einzige, was ich vielleicht behalte, wobei jetzt der Stift ist nicht mehr schön,
Hier ist der Textiltransfer und Protect. Also egal wie ich es gemacht habe, es hat nicht funktioniert. Und ich habe später dann auch nochmal die Rezensionen gelesen von diesem Set, auch auf anderen Seiten, und dort wurde das Gleiche gesagt, es funktioniert nicht. Und ich glaube, es kann nicht nur ich sein, die das nicht hinkriegt, und dementsprechend ist es dann leider schade. So, dann haben wir Fimo-Knete noch. Die ist ganz normal in Terrakotta. Ich habe sie auch noch in Weiß. Und das ist nochmal Terrakotta. Ich habe tatsächlich einfach so viel gehabt, weil damals bei dem großen A das Ganze dann, ich musste 2 Sets nehmen, also von jeder Farbe 2, und dementsprechend habe ich jetzt einfach noch ein bisschen was da. Aber ich finde das Material auch sehr angenehm. Ich kann nur sagen, probiert es euch da gerne mal aus. Ich mag es. Es härtet auch aus, und dementsprechend glaube ich, ist das eine Variante, womit man da auch statt Ton oder Töpfern das damit ganz gut hinbekommt. Also es ist einfach eine andere Knete. Also, aber wie gesagt, ich mag sie sehr. Ich habe sie jetzt in so eine Folie reingepackt, damit es hoffentlich nicht ganz so doll austrocknet. Also auch eine schöne Variante. So, dann kommen wir schon zu den letzten. Ich ziehe mir den Karton mal hier rüber. Ich habe einmal hier noch ein Set von Marabu, wobei von der Erfahrung des Transfers bin ich so ein bisschen gehemmt. Ich habe mich noch nicht rangetraut, weil ich irgendwo so ein bisschen Angst habe, dass das irgendwie nichts wird. Ich finde es auch ein bisschen schade. Hier ist zwar irgendwie, ach, ich habe es nicht mal aufgemacht, hier ist kein Textil drin. Ich hätte mir wesen irgendwie, weiß ich nicht, ein Tuch oder irgendwas gewünscht, was man zum Ausprobieren nutzen kann. So muss man sich auf jeden Fall die T-Shirts oder ähnliches selber kaufen. Ich hoffe, ich traue mich da irgendwann mal ran und wünsche mir da dann ganz viel Glück. Dann habe ich, ich habe meiner Freundin zum Geburtstag 1 von den Sets hier geschenkt. Also ich habe 3 Sets gehabt und habe jetzt also dann noch 2 Sets, wo ich mich dann irgendwann rantraue. Das sind Filz-Sets. Und da sind so kleine Blumen. Und ich habe ihr gesagt, ich schenke ihr keine Blumen. Sie kann sich die Blumen selber filzen. Und ich finde Filzen eine sehr schöne Art. Und hier habe ich noch 1. Und dadurch, ich mag es halt auch, dass wirklich alles mit bei ist. Man muss sich nicht gefühlt von jeder Farbe ein riesen Set holen, sondern man hat wirklich nur das. Hier ist alles mit drin gewesen in dem Set. Hier sind auch die Filznadeln mit bei. Hier ist so ein Schwamm mit bei, womit man es machen kann. Also wirklich eine wunderschöne Art, sich kreativ auszutoben. So, und hier, ich werde euch auch hier nicht alles zeigen können, aber hier habe ich viel Umschläge drin hauptsächlich. Ich habe also gefühlt 100.000 Umschläge. Und in unterschiedlichen Varianten, mal mit Weihnachten. Dann habe ich noch solche Hintergrundbilder. Hier habe ich noch Umschläge in Blau, die viereckig sind. Dann habe ich auch noch ein paar Karten, habe ich noch. Hier habe ich auch noch Karten. Nee, Quatsch, Umschläge. Also es gibt so viel mittlerweile. Ich kann es euch eigentlich gar nicht alles zeigen. Aber hier sind hauptsächlich Umschläge drin. Ich weiß nicht, wie sich diese Masse hat ansammeln können. Aber meine Mutter und ich, wir haben eine Zeit lang sehr gerne Geburtstagskarten und ähnliches selber gemacht. Und dadurch sind halt auch ganz viele Umschläge hingekommen. Und ja, ich mache, wie gesagt, kaum noch Karten so direkt selber. Aber vielleicht sollte ich es einfach mal machen, gerade weil ich sehe, wie viel ich davon auch noch habe. Und ja.
jetzt noch zwei Kartons. Die habe ich in einem anderen Schränkchen im Wohnzimmer stehen. Und ich zeige euch, das ist so ein bisschen mein Krimskrams-Karton. Und mal gucken. Ah, hier habe ich die Steine drin, die ich zuletzt mal bemalt habe, die übrigens sehr schön sind, aber sie sehen halt eben nicht aus wie typische Steine, aber sie fassen sich an wie typische Steine. Dann habe ich hier noch Reste von meinem Nesthäkchen, was ich gebastelt habe. Da gibt es auch ein Video zu, das ist so ein Gesteck, was ich gemacht habe. Dann habe ich noch Reste von meinen DIY-Sets, wo ich die Kränze gemacht habe. Hier habe ich zwei Lichter. Dann habe ich eher Wäscheklammern, sage ich jetzt mal, aber die sind tatsächlich zum Basteln geeignet. Hier habe ich solche Zellophan-Tütchen. Die kann man, wenn sie mit einem Föhn zum Beispiel angeheizt werden, dann kann man damit zum Beispiel die Seife zum Beispiel reinmachen. Und dann bleibt der Duft da halt auch ein bisschen drin. Hier habe ich noch ein paar von den Stäbchen. Man weiß nie, wofür man es gebrauchen kann. Hier werde ich auch noch ein paar Sachen, je nachdem, was alles reinpasst, werde ich nochmal dann ein paar Sachen reinmachen. Hier habe ich, das nennt sich Papierdraht. Und da habe ich mal ein DIY gesehen. Ich muss fairerweise sagen, ich habe es irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Aber genau. So, hier habe ich noch die letzten Reste. Dann habe ich solche, wie sagt man es, Holzplättchen. Die werde ich tatsächlich zum Gravieren nutzen. Ich habe da was im Hinterkopf und ähnlich ist es mit dem hier. Das hatte ich ursprünglich mal für die Hochzeit meiner Freundin gekauft, aber habe dann doch was anderes genommen, weil hier hatte ich erst überlegt, ob ich das Geld reinmache. Dann habe ich noch von den, womit man die Badekugeln macht, habe ich noch die Formen dazu. Die habe ich natürlich aufgehoben, weil warum soll man sie wegschmeißen? Hier ist noch so ein Reagenzglas. Dann habe ich hier auch nochmal was, womit man ganz gut gravieren, glaube ich, kann. So Kleinigkeiten einfach zum Ausüben, zum Probieren. Dann habe ich die zwei Formen, die gehören zum Betongießen. Da habe ich ja so eine, so eine Kerze gemacht. Also gibt es auch ein Video zu, habe ich eben auch aufgehoben, weil ich denke mal, ich werde es bestimmt auch nochmal machen. Ich habe auch Beton noch da. Seht ihr dann im nächsten Video, wenn ich dann das andere Zimmer mache. Ähnlich ist es mit denen hier. Wobei, die hier gehören zusammen und das hier gehörte zu dem Betonherz, was ich gemacht habe. Und dann habe ich Herzen, hier habe ich noch ein bisschen Draht, aber halt ganz viel Styropor. So, dann packe ich das noch hier rein. Sortiere ich gleich nochmal. Hier werde ich euch auch nicht alles zeigen. Hier sind nämlich ganz viele Aufkleber drin. Gefühlt 100.000 Stück. Hier habe ich zum Beispiel auch welche, die sind doppelseitig. Da kann man dann eben zum Beispiel Glitzer drauf machen und das macht sich ganz gut. Hier haben wir einige Aufkleber für Kinder, für Erwachsene, für mit Herzen. Solche sind es ganz viele auch. Oder eben auch solche.
habe ich ganz viele, auch ganz viele Zahlen gehören mit dazu und Buchstaben. Also ich glaube, mit Aufklebern kann ich mich auch ganz gut abdecken. Und da sind auch viele bei, die sehen so aus wie die hier zum Beispiel. Aber ich finde es halt immer schade, warum sollte ich es dann wegschmeißen, wenn es dann noch eins drauf ist, ne? Und dementsprechend, ja. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Der nächste Teil wird bestimmt kommen, wenn ich mich wieder motiviert bekomme, alles einmal auszuräumen. Und dementsprechend hoffe ich, dass es euch einfach ein bisschen Spaß gemacht hat, in die Tiefen meiner Krimskrams-Ecken reinzuschauen. Ich habe ansonsten so viele Sachen und ihr merkt, es ist einfach schade, wenn so viele Sachen da einfach sind und man sie einfach gar nicht weiter nutzt. Ich versuche mich jetzt so ein bisschen auf die Sachen zu konzentrieren, die ich da habe, um da einfach ein bisschen nicht mehr zu kaufen. Aber ich bin da tatsächlich auch eher sehr ehrlich. Ich glaube, das wird schwer. Aber ich werde mich bemühen und vielleicht habt ihr ja Ideen mit den Sachen, die ihr jetzt gesehen habt. Was kann man damit noch Schönes machen? Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder auch einen Kommentar oder eben ein Abo. Ich weiß, man wiederholt sich, es tut mir leid, das kennt ihr von mir schon. Es ist aber auch okay, wenn es nicht ist. Also überhaupt nicht. Ich mache es für mich ja immer. Ich liebe es, Dinge einfach zu machen. Ob jetzt die Bastelvideos sind, die Videos für die von der Musik. Es sind für mich so viele schöne Sachen. Und ich freue mich, dass ich mir selber damit einfach auch Erinnerungen schaffe. Dass man damit so ein bisschen sich Dinge festhalten kann. Und gerade das Basteln oder jetzt eben hier auch ein paar Sachen, die ich jetzt vom Basteln habe. Hier jetzt einfach auch, ist einfach was Schönes, wo man weiß, so war es, so ist es, so wird es und dementsprechend, ja. Also einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und ich wünsche euch eine schöne Woche dann auch. Bis dann, tschüss!